Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Ich habe ja lange Pause gemacht hier und bin so ein bisschen raus aus der Story. Hab mal gerade kurz hier reingeschaut, was wir zu tun haben. Und mein lieber, guter, netter Partner und ich sind jetzt hier an diesem Diner angekommen und werden erstmal den Besitzer hier mal so ein bisschen interviewen. LAPD, Phelps and Galloway. We're working a murder case. Mrs. Celine Henry, you called in? Yeah, the name's Jonesco. This is my place. You saw Mrs. Henry in here last night? Till about 1 a.m., having dinner with a friend. Doing more drinking than eating. You got that straight. Mrs. Henry was seen leaving another establishment in the company of a man. Did the two of them come here? Yeah, I remember seeing her with a guy. Did you see them leave? They got into his old Pontiac. Dull brown color. I got a look at the license plate. Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Ich habe ja eine längere Pause gemacht, aber irgendwie hatte ich heute Bock, mal wieder weiterzumachen. Ich muss mich selber wieder in die Story einfinden. Wir haben ja hier den Besitzer des Diners befragt und von dem haben wir ein Kennzeichen. Und da werden wir jetzt mal hier das Telefon mal in Anspruch nehmen, um da etwas in Erfahrung zu bringen. Operator, Message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2BOY8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Thanks for your help. Tja, aber bevor wir ins Präsidium fahren, würde ich doch sagen, wir schauen uns mal bei diesem dubiosen Latino erstmal um. Wo ist denn hier mein Kollege? Oh oh. Was geht da los? Where the hell is he going with that? Look, Pops, just hand over the money, okay? All right, young fellow. Junge, du hast hier die falsche Zeit ausgesucht, glaube ich. Hey. Now, careful with that trigger fingernail. You look the nervous type. Hug the old bastard, Lefty. If I gotta come in there, I'm spraying lead, you old coot. LAPD, drop the weapon. No, oh, Phelps, go. Okay, wo ist der andere? Auf meinen Hut, du Sack! Headshot! Nicht mit Cole Phelps. Kann ja jeder kommen, hier eine Tanke überfallen. Tja! Tja! Die Jungs hätten wir mal eben ganz kurz abgesemmelt. Tja, dann werden wir noch mal kurz hingehen, fragen, ob hier alles klar ist bei unserem Tankstellenbesitzer. Hm. Alles geklärt. Okay, also. Wir machen uns auf den Weg, nachdem wir mal eben hier schnell ein paar Verbrecher. You drive. I need to go over the case notes. Erstmal zum Apartment. Ja, dem haben wir mal eben. Die haben wir ausgeschaltet. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass hier das LAPD vor Ort ist und wir die gleich mal eben hops nehmen können. Tja, und wer auf uns schießt, muss damit rechnen, selber zu sterben. He could be at that, but you don't want to cross the skipper, Phelps. Not a great move in your first day. He wants Henry re-interviewed.
How'd you like losing your cherry, rookie? It might be my first day here, but I've had extensive experience on other desks in the department. I think you're aware of that. Oh, yeah. Yeah, you've been a pain in the ass before today as well. And I shall continue to be until the end of time. Tja, Cole Phelps geht halt allem immer genau auf den Grund. Ist ja auch richtig, ist sein Job. Und wenn sein Kollege ein bisschen schlappig und schlurig ist und meint, er könnte das Ganze ein bisschen lasch sehen, denke ich mal, da wird ihn Phelps schon auf den richtigen Weg bringen. Denn er ist immer am Ball, er passt immer auf, wer wo was macht und zieht die richtigen Schlüsse. Ich hoffe auch in diesem Fall. Und da wir ja die Steuerung von Cole Phelps in der Hand haben, sollte das Ganze auch nicht so ein großes Problem darstellen. Ah ja. Apartment von Mendez. So, war das Apartment 16 oder wie habe ich das in Erinnerung? Jawohl. Mendez. Apartment 16. Okay. Hinein. Apartment 16. Ich denke mal, das wird mit Sicherheit oben sein. Halt, da schauen wir doch mal. Oh, 16, ganz oben. Hier, the apartment's up on the top floor. Na super. Das heißt, Treppen laufen. Komm, Cole, du bist fit genug. Ja, kann ja hier hochspurten. Ohne irgendwelche Probleme. Hopp. So, wo haben wir denn Apartment 16? Geradeaus. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Aha. Schauen wir uns mal um hier bei dem Kollega. Nichts Verdächtiges. Ist das hier auf dem Sofa? Nein, das ist nur ein Schatten. Wahrscheinlich wie. Oh, ein Schlüssel. Okay. Hier scheint auch nichts von Bedeutung zu sein. Ein Blick aufs Dach. Aber wir gehen erstmal in die Küche. Relativ aufgeräumt. Oh. Eine Eierschachtel. Ja, sehr interessant. Aber um jetzt ein Omelette zu machen, ist nicht die richtige Zeit. Kann man das Ding hier aufmachen? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber die Wohnung ist ja noch ein bisschen größer. Etwas duster hier in der Butze. Schauen wir doch mal hier hinein. Nothing significant. Och, er findet hier eine Waffe. Nichts Besonderes. Phelps, was ist los mit dir? Hast du irgendwie einen gehabt oder so? Guck dich an im Spiegel. Ja. Oh. Was ist das? Oh, weia. Ein Lippenstift. Aha. Brothers could match the color and brand of the body. Ah ja, das ist doch zumindest mal ein Hinweis. Aber wir haben ja hier noch einen ziemlich blutverschmierten Schraubenschlüssel oder was auch immer das sein soll. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Ja, Steckschlüssel. Okay. We have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey! What gives?
LAPD, you're under arrest. Oh. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Komm, Phelps. Lauf, 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 lauf. Phelps, nun lauf doch. Hep. Was war hin, der Sack? You don't need to do this, Alonso. Hoppi und runter. Los, komm. Oh Mann, Phelps, gib Tüte hier. Los. Oh. Och, Phelps, jetzt gib doch Gas. Kannst du da nicht runterrutschen? Was liegt bei der Feuerwehr oder was? Los. Get in and drive. Och, jetzt soll ich auch noch fahren. Ach du Scheiße. Oh, ja, ich war zu langsam, verdammt. Ich war zu langsam. Das war nicht gut, das war nicht gut. Oh, fuck. Sorry, Leute, aber das musste jetzt sein. Oh. Wo ist der Penner hin? Oh, leck mich fett. Ich hätte doch mehr mit dieser Karre trainieren müssen. Oh, die Lenkung ist so brachial. Banane. Oh, 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 oh. Ich glaube, den verlieren wir wieder. Ja, ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht. Oh, ich hätte mehr fahren üben müssen mit dem Ding hier. Verdammte Kiste. Jetzt komm, mach hin. Schnapp ihn dir. Den Lumpenhund. Na, kann doch nicht so lange dauern. God damn it, get after him, Cole. Fucking. Ah. Clean this asshole off the road. Oh, Leute, Leute, Leute. Das kann doch nicht sein. Die Steuerung kann doch nicht so ranzig sein. Der ist da hochgefahren, ich weiß es. I got an idea. Meet him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. Komm, verpiss dich! Phelps, you gotta get me closer. Ja, ich bin auf dem Weg, Mensch. Heiliger Bimbam. I'll try to shoot out his tire. Wish me luck. Oh, und die Karre ist so lahm und fährt sich so schlecht. Oh Mann, 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 Mann. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ja, oh. Aussteigen. Los, Phelps, nun lauf doch. Go, 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 go. Kann doch nicht sein. Wieso sind wir hier und er da vorne? I don't know. You're under arrest for the murder of Sal- Merkwürdig, merkwürdig. Sah doch sehr nach Programmbug aus. Aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Tja. Wir haben ihn ja doch noch gekriegt, auch wenn ich dann doch vielleicht wieder an meinen Fahrkünsten etwas feilen sollte. Und da haben wir ihn. Den dreckigen Flüchtling.
Besser ist das. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which your report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand. Ja, Phelps, für dich gibt's kein Glas. Schade eigentlich. Aber nichts zu ändern. Wir scheinen diesen Fall ja gelöst zu haben. Jawohl, es gibt den Fallbericht. 17 von 19 Hinweisen gefunden. Nur 3 von 9 Fragen richtig. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber letztendlich können wir damit zufrieden sein. $320 Sachschaden. Ja, ich habe wohl ein paar Laternen zu viel umgefahren. Aber ich denke, da kann die Stadt mit leben, dass wir hier einen dieser Verbrecher mindestens mal zur Strecke gebracht haben. Das ist ja das Mindeste, was wir für LA tun können, Leute. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt, bevor der nächste Fall dann startet, das Ganze für heute mal wieder beenden. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß dran, ein bisschen LA Noir zu gucken. Ich hatte einfach mal wieder Bock, hier mal so ein Viertelstündchen für euch zu daddeln und ein bisschen dummes Zeug zu labern. Ich schätze mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play LA Noir. Ich lasse euch noch mit dem kleinen Abspann alleine. Bis dahin, ich bin raus. Ciao, euer Dirty Harry.